Noch schnell die Haare richten und los geht's. Beim Bambi wird Hollywood-Star Hugh Jackman verzaubert. Topmodel Claudia Schiffer gibt uns die Lady in Red. Und Schauspielerin Diane Krüger freut sich vor allem auf eins. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird in der Kategorie Millennium für sein Lebenswerk gewürdigt. Für den Politiker ist der Bambi-Teppich eher ungewohntes Parkett. Das Ganze, was wir hier so erleben, das ist ja auch nicht so direkt meine Welt, in der ich zu Hause bin. Aber es ist auch unser Land mit diesen ganz unterschiedlichen Typen. Bei diesem Anblick von Helene Fischer gerät der eine oder andere ins Schwärmen, auch wenn die eigene Frau direkt daneben steht. Sie ist immer eine Erscheinung, auch wenn sie schon öfter hier war und öfter geehrt wurde. Aber es ist einfach, sie hat etwas, was die Leute auch anzieht. Und das finde ich großartig. Ich freue mich heute auch da wieder drauf. Ja, Helene, das Publikum spürt es. Für ihre Musik national ergatterte sich die Schlagerschönheit bereits ihr drittes goldenes Reh. Fußball-Bundestrainer Joachim Löw freut sich aber vor allem für ihn. Ex-Boxer Wladimir Klitschko gewinnt in der Kategorie Sport. Ich weiß, wie schwer es ist, einmal Weltmeister zu werden. Und er war ja über 12 Jahre hinweg bei jedem Kampf sozusagen. Also was für ein toller Typ und was für ein großer Kämpfer. Statt Wladimirs Verlobten Hayden steht übrigens Bruder Vitali an seiner Seite. Doch warum? Self-made man existiert nicht. Ich hätte niemals heute da gestanden, auch wenn Bambi bekommen könnte, wenn mein Bruder mich dafür nicht motiviert hat. Motiviert zeigt sich dann auch Sänger Sam Smith auf der Bühne. Und wie singt er so schön? Goodbye, bis zum nächsten Bambi.